Ich dachte nicht, dass die Musik mein Schicksal sein würde. Meinen ersten Film habe ich 1961 gemacht. Ich sagte, 1970 höre ich mit dem Kino auf. Er gab diesen Liedern eine ganz neue Färbung. Leone sagte, ich will im ganzen Film Panflöten. Morricone sagte, die passen nicht immer. Seine Musik ist bis heute sehr innovativ. Er erweitert das Visuelle. Ennio ist unverkennbar. Wer sonst? Das Lied ist nicht nur populär, es ist eine Hymne. Wir kommen immer zu diesem Stück auf die Bühne und gehen am Ende dazu ab. Ganz große Emotionen. Diese Musik hörten wir für den Rest unseres Lebens. Ohne diese Musik. Anfangs fand ich es unter meiner Würde, Filmmusik zu schreiben. Aber ich wollte mich rächen. Ich wollte siegen über das Schuldgefühl. Ich bestehe aus all der alten Musik, die ich studiert habe.